Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute für euch im Test die neue Canon EOS R10, der neue Einstiegs-Allrounder in die spiegellose Fotografie, in die spiegellose R-Serie von Canon. Mit der EOS R7 und jetzt auch mit der EOS R10 hat Canon ja seine spiegellose R-Serie endlich auch um zwei APS-C-Kameras ergänzt. Darauf werden ja viele schon gewartet haben, gerade weil ein größerer Funktionsumfang und natürlich durch den APS-C-Sensor auch ein niedriger Einstiegspreis ermöglicht wird. Aus dem Grund habe ich mir mal die Canon EOS R10 für euch angesehen. Aktuell werdet ihr sie für unter 1.000 Euro vorbestellen können, denn lieferbar ist sie nämlich erst in einigen Tagen, in einigen Wochen. Denn ich sehe für den Preis unter 1.000 Euro eine APS-C-Kamera mit tatsächlich Ausstattungsmerkmalen, ja, mit der sie ihren großen Schwestern der R5, R6 und natürlich auch der R7 in gar nicht so vielen Details hinterhersteht, einen super Einstiegs-Allrounder für alle die, die ins spiegellose R-System vielleicht wechseln wollen. Auch das eine Frage von euch sehr häufig. Rico, welche Kamera würdest du aktuell für den Einstieg in die Fotografie empfehlen? Und die hier, die R10, ihr Lieben, tatsächlich ein sehr, sehr guter und interessanter Kandidat. Im Übrigen, die Kamera habe ich nicht selbst gekauft, sondern ich habe sie jetzt für einen ausgiebigen Testzeitraum, vielen Dank an dieser Stelle, von Canon Deutschland als Leihstellung zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt fürs Video kein Geld, Kamera muss ich zurückgeben und auch das Rückporto muss ich aus eigener Tasche bezahlen. Ich habe mich allerdings gefreut, die R10 jetzt tatsächlich mal auf Herz und Nieren testen zu können. Denn auch ich war natürlich gespannt, ja, was gibt es denn jetzt hier im APS-C-Bereich für die R-Serie, also die spiegellose Serie von Canon. Schauen wir uns erstmal den Body ein bisschen näher an. Was hat sich getan? Was hat sich vielleicht verändert? Gibt es Neuerungen? Wie ist hier die Tastenanordnung? Wenn wir einen Blick auf die Rückseite der Kamera werfen, sehen wir, wir haben natürlich wie immer ein schwenk- und klappbares Touch-Display an Bord, wie es bei Canon ja eigentlich zum guten Ton gehört. Dann haben wir einen Daumen-Joystick, mit dem wir die Fokusfelder entsprechend ansteuern können und mit einem Druck auf diesen Joystick können wir dann das Fokusfeld wieder zentrieren. Auf der linken Seite haben wir den Menü-Button. Darüber gelangen wir in das Kameramenü und können dann entsprechend entweder über den Daumen-Joystick oder natürlich per Touch-Display unsere Menüpunkte auswählen und Änderungen vornehmen. Auf der rechten Seite finden wir dann den Info-Button. Der Info-Button, mit dem können wir natürlich unsere Display-Informationen mit verschiedenen Voreinstellungen ändern. Dann haben wir ein Steuerkreuz darunter liegend. Da können wir zum Beispiel den ISO einstellen. Wir können einstellen, welche Bildergeschwindigkeit, welche Aufnahmegeschwindigkeit stellen wir ein. Wir können die Vorauslösung einstellen. Wir können einstellen, ob wir mit einer Fernbedienung fotografieren wollen. Auf der rechten Seite haben wir dann die Blitzfunktion. Ja, eine Blitzfunktion, denn die Canon R10 hat wieder mal einen Blitz mit an Bord. Er ist klein, aber manchmal hilft er. Er klappt nicht automatisch aus, sondern wenn man die Blitzfunktion aktiviert hat, muss man das Ganze manuell ausklappen, kann dann blitzen, klappt den Blitz danach, wenn er nicht mehr benötigt wird, wieder ein. In der Mitte haben wir natürlich unser Quick-Menü, wie immer. Darüber können wir nicht nur Einstellungen bestätigen, sondern wir gelangen ins Quick-Menü und können dann entsprechend unsere Hauptdetail-Auswahlmöglichkeiten im Menü übers Display für die Kamera auswählen. Wenn wir uns die Oberseite anschauen, dann sehen wir natürlich das Hauptfunktionsrad. Das Funktionsrad, mit dem wir unsere unterschiedlichen Kameramodis einstellen. Auch über dieses Funktionsrad wird der Videomodus eingestellt. Das heißt, hier gibt es keinen extra Button, mit dem wir separat den Videomodus auswählen können. Dann haben wir natürlich die Aufnahmetaste für den Videomodus. Wir haben unseren Auslöser und wir haben natürlich unser Modusrad, mit dem wir mit dem Zeigefinger ganz bequem entsprechend eine entsprechende Funktion, wie zum Beispiel ISO-Blende oder Verschlusszeit einstellen können. Weiterhin haben wir den Ein- und Ausschalter und bei dem können wir über das Wahlrad darüber liegend den Daumenfokus, hätte ich beinahe gesagt, die Daumenfunktion aktivieren. Das heißt, wir haben auch hier bei der Canon R10 zwei entsprechende Modi
Walräder. Einmal für den Daumen und einmal für den Zeigefinger. Perfekt, wenn ihr zum Beispiel im manuellen Modus ISO, Blende oder Verschlusszeit drauflegt. Eins von zwei von drei Funktionen könnt ihr damit super steuern. Ich habe zum Beispiel dann immer entsprechend Verschlusszeit und die Blende auf jeweils einem Walrad. ISO könnt ihr manuell einstellen oder überlasst das der ISO-Automatik. Was noch auffällt, ist, wenn wir einen Blick auf die Front der Kamera werfen, dort gibt es jetzt nämlich einen Umschalter von Autofokus auf Manuellfokus. Das hat den Vorteil, dass ihr direkt an der Kamera wählen könnt, ob ihr den Autofokus oder manuellen Fokusmodus nutzen möchtet. Die neuen RFS-Objektive, die es demnächst geben wird, passend natürlich zur APS-C-Kamera, die haben dann nämlich ein cleanes Design. Das heißt, dieser Autofokus-Manuell-Fokus-Schalter, den werdet ihr nicht mehr am Objektiv selber finden, sondern nutzt dann hier entsprechend die Umschaltmöglichkeiten an eurem Kamerabody direkt. Ja, das war's schon. Ziemlich überschaubar und gut zu handeln natürlich für den Einstieg für einen Allrounder. Also nicht zu überladen mit irgendwelchen Tasten. Akkus finden wir auf der Unterseite, beziehungsweise einen einzigen Akku, und zwar bekannt zum Beispiel ja auch der Canon EOS RP, und zwar den LPE17. Mit an der Batteriebasis ist auch die Karte, eine SD-Kartenspeicherplatz untergebracht. Ja, lässt sich drüber streiten. Bei der RP kenne ich sie ja auch so. Insofern war ich das natürlich gewohnt, dass sich die SD-Karte gleich mit im Akkufach befindet. Dann haben wir natürlich auf der gegenüberliegenden Seite noch einige Anschlüsse. Wir haben einen HDMI-Anschluss, wir haben einen USB-C-Anschluss. Wir haben davor die Möglichkeit, natürlich eine Fernbedienung anzuschließen und wir haben einen Mikrofoneingang. Ganz wichtig für all diejenigen von euch, die natürlich mit der Kamera auch filmen möchten und dann einen guten Ton haben möchten. Objektive. Das war ja ein großes Manko, beziehungsweise viele hatten von euch Fragen zu den neuen APS-C-Modellen, also zu den R7 und R10-Modellen. Wie sieht es denn jetzt aus mit Objektiven? Objektive bei diesen APS-C-Modellen, ihr Lieben. Viele hatten ja die Angst, jetzt brauche ich alles voll neue Objektive. Die neue R-Serie, ich kann meine alten Objektive nicht nutzen. Tatsächlich ist es aber so, dass durch den RF-Anschluss, den wir hier haben, wir an der R10 nicht nur die neuen RF-Objektive nutzen können, sondern wir können nämlich mit dem entsprechenden Adapter, mit dem RF-Adapter, hier ist er dran, mit dem RF-Adapter unsere EF-Objektive nutzen und natürlich auch unsere EFS-Objektive nutzen. Das heißt, uns stehen aus der Canon-Serie quasi alle Möglichkeiten offen. Ich war zum Beispiel fotografieren, ganz hinten bei mir im Objektivschrank, ich musste schon wirklich ein bisschen wühlen, habe ich nämlich noch gefunden, ein 10 bis 18 mm Canon EFS Objektiv. Das gibt es neu, wenn es es überhaupt noch neu gibt, weil es hat ja tatsächlich schon ein paar Tage auf dem Buckel, gibt es das für unter 280 Euro. Damit seid ihr also super weitwinklig unterwegs und ihr könnt es an der neuen Kamera verwenden. Dazu, na klar, braucht ihr den RF-Adapter von Canon, ja, und dann könnt ihr das Objektiv hier ganz einfach an eurer neuen Canon verwenden. Und wisst ihr was? Autofokus und Schärfe sind hier mega im Zusammenspiel. Auch da habe ich gedacht, naja, vielleicht so ein altes Objektiv, naja, an der neuen Kamera, mega. Landschaftsfotografie, absolut genial. Ich war natürlich unterwegs, denn die Kamera kommt ja mit Specs daher. Die kannst du zwar vorlesen, aber wie gut sind sie denn tatsächlich? Wir haben ja zum Beispiel den Deep Learning Autofokus. Und Autofokus, da haben wir nicht nur Gesichtserkennung von Personen, Gesichts- und Augenerkennung, und das ist mega, zeige ich euch gleich einige Beispiele, sondern wir haben natürlich auch einen Tier-Autofokus und wir haben einen Autofokus für Fahrzeuge. Für mich interessant auf jeden Fall der Augenautofokus bzw. die Gesichtserkennung. Und das schauen wir uns als erstes jetzt mal an. Wenn ihr eine Person habt, die ihr anfokussiert, dann erkennt die Kamera, wenn sie zum Beispiel wie hier in dem Beispiel nur einen Hinterkopf hat, erkennt sie den Hinterkopf. Der Fokuspunkt setzt sich dann auf den Hinterkopf. Und wenn die Person sich ins Bild dreht, wird sofort, sogar mit Brille, ihr seht es hier, auch die Augen erkannt und der Fokus schnellt sofort entsprechend auf die Augen und fokussiert dann die Augen. Das Ganze funktioniert auch, wenn ihr zum Beispiel vor der Kamera langlauft. Auch das habe ich natürlich probiert, bin vor der Kamera langgelaufen und auch hier blitzschnell wird entsprechend das Auge erkannt, ne, aus dem Hintergrund fokussiert in den Vordergrund aufs Auge
und da bleibt er dann auch. Und da haben wir schon den nächsten Speck, und zwar die Autofokus-Nachführung. Ihr habt es gesehen, der Fokuspunkt bleibt bei mir auf dem Auge. Das ist ein riesen Vorteil, wenn ihr erstmal das erste Objekt anfokussiert habt, dass ihr nicht nachfokussieren müsst, sondern der Fokuspunkt, der wandert sogar bis in die Ecken eures entsprechenden Sensors immer mit. Ein riesen Vorteil in der Fotografie. Also Augenautofokus bei Menschen, top. Hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Tja, wie sieht es denn jetzt aus bei Tieren? Da war ich natürlich gespannt, wenn man bei mir um die Ecke gleich erstmal auf dem Feldweg. Und zwar hatte ich da das 100 bis 400 RF drauf. Und dann habe ich mir mal so einen kleinen Piepmatz geschnappt. Und zwar unter tatsächlich schwierigen Lichtverhältnissen. Das Ganze bei 400 mm hier gefilmt. Und ihr seht, selbst der Vogel, der im Schatten sitzt, wird zwar nicht das Auge erkannt, weil das war so klein, da erkennst du nichts, sondern erkannt den Vogel. Und der Fokus, ihr seht hier auch die Fokusverfolgung perfekt. Immer auf diesem Vogel. Und dann brauchst du nur noch auslösen und schon gibt es tolle Fotos. Das gleiche mit einer schwarzen Katze. Ja, ist ja die Herausforderung, schwarze Hunde, schwarze Katzen. Ja, da musst du natürlich auch entsprechend einen guten Augenautofokus haben. Ihr seht hier, Katze, auch hier 400 mm Brennweite. Im Grunde mit einem bloßen Auge ist es quasi ja nur so ein schwarzer Fleck, wo du weißt, ja, aus der Erinnerung, ja, das muss eine Katze sein. Ne? Wer bewegt sich sonst so? Der Fokus hier perfekt. Je nachdem, wie die Katze jetzt auch geblickt hat, mir entgegen, seht ihr, schwankt der Fokus so ein bisschen von der ganzen Katze auf eben immer wieder das Auge. Also Augenautofokus bei Tieren, Tierautofokus, mega, sehr, sehr gut. Das alleine hat mir natürlich nicht gereicht, sondern ich bin dann entsprechend sowohl mit dem 10 bis 18 mm als auch mit dem 100 bis 300, also einmal mit einer EFS-Linse, einer ganz alten EFS-Linse von Canon und der neuen RF-Linse, der 100-400-Linse, da war eine Münde gefahren. Denn da wollte ich es natürlich wissen, ja, wo ist natürlich, wo kannst du einen Autofokus testen? Bei einer Möwe. Die erste Möwe habe ich sitzend erwischt, denn ich wollte nämlich eine weitere Funktion testen, da kommen wir aber gleich zu. Auch hier seht ihr Augenautofokus, ja, mega. Dafür brauchst du natürlich ein bisschen mehr Brennweite, Teleobjektiv, ganz klar, aber Bildqualität, ihr Lieben, das ist schon High Class. Ne? Und das mit einem APS-C-Sensor mit 23,2 Megapixel, darf man ja auch immer nicht vergessen. Also sehr gut und sehr hoch auflösend. Ich wollte jetzt eine weitere Funktion testen, deswegen habe ich auch die Möwe hier länger gestalkt, verfolgt, wie auch immer, denn ich wollte einen sehr interessanten Modus für euch mal ausprobieren. Und zwar, auch im Lieferumfang, ist ein Burst-Modus. Der Burst-Modus hat folgende Funktion. Mit diesem Modus könnt ihr die Kamera permanent bei halb durchgedrücktem Auslöser, also bei Fokusauslösung, aufzeichnen lassen. Und zwar nimmt sie dann permanent auf. Ich zeige euch mal hier diesen Modus, diesen Burst-Modus. Da seht ihr, verändert sich ein bisschen was im Display und auf der linken Seite bekommen wir eine Anzeige. Ihr seht, die schwankt immer hoch und runter. Das ist die Speicherauslastung quasi entsprechend eurer Kamera. Ich drücke, während diese Anzeige anspringt, hier immer durchgehend, halb durchgedrückt meinen Auslöser. Und die Kamera zeichnet permanent Fotos auf. Jetzt immer permanent Fotos, permanent Fotos, permanent Fotos. Ja, und wenn ich dann den Auslöser durchdrücke, in einer Situation, die ich vielleicht nicht so richtig vorhersehen kann, die Möwe fliegt plötzlich los, kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal versucht zu fotografieren, das ist tatsächlich eine Herausforderung, dann den Abflug auch tatsächlich so zu fotografieren, ja, dann macht die Kamera Folgendes. Ihr drückt den Auslöser und die Kamera zeichnet, da sie ja permanent schon aufgezeichnet hat, was sie natürlich immer wieder löscht, also eure Karte ist dann nicht voll gespammt mit Fotos, das ist ja ein großer Vorteil, sondern die Kamera zeichnet dann tatsächlich eine halbe Sekunde, bevor ihr den Auslöser drückt, da zeichnet sie die Fotos auf, die sie schon gemacht hat. Und dann, je nachdem, wie viel raufpassen, je nachdem, wie schnell eure Speicherkarte ist. Je nach Speicherkarte könnt ihr 50 bis 80 Fotos erstmal durchschießen und dann guckt ihr euch das ganze Paket an. Das Gute daran ist, eure Speicherkarte wird nicht jetzt mit diesen 50 Fotos voll gemüllt, sondern das Ganze wird quasi gepackt. Das heißt, ihr könntet diese Datei von der Speicherkarte selbst jetzt erstmal nicht lesen, nicht auslesen in Lightroom, sondern ihr müsst dann entsprechend öffnen das Ganze in der Vorschau bei euch in der Kamera. Und dann könnt ihr einzeln diese Bilder durchscrollen. Könnt euch entscheiden, ja, das Bild ist perfekt geworden. Das exportiert ihr dann. Dann fragt euch die Kamera als JPEG oder als RAW exportieren. Und dann könnt ihr dieses eine oder natürlich auch alle einzeln entsprechend exportieren auf eure Speicherkarte. Das erspart mega viel Datenmüll natürlich auf den Speicherkarten, ihr Lieben. Mega Funktion, Burst-Funktion, ja, also von den ganz, ganz Großen übernommen.
Augen, Auto, Fokus bzw. Verfolgung einer fliegenden Möwe. Auch das habe ich natürlich gemacht, beziehungsweise zeige ich euch hier nochmal ein anderes Beispiel. Auch sehr gut, da habe ich auch gestaunt, und zwar, wie gut der Augenautofokus hier, der Tieraugenautofokus hier bei einer Möwe gesessen hat. Denn wir haben folgende Situation. Wir haben eine helle Möwe vor einem gut sich absetzbaren Hintergrund. Das schafft auch jeder andere Augenautofokus. Aber jetzt wurde es interessant. Und zwar sind hinter dieser hellen Möwe Boote lang gefahren. Und die haben helle Segel, also entsprechend der Kontrast angepasst an die Möwe selber. Aber da hat der Augenautofokus nicht auch mal hin und her gesprungen und hat gesagt, ah, vielleicht ist da jetzt ein Auge, da ein Auge, sondern blieb permanent bei der Möwe, trotz der vorbeifahrenden Boote hinten. Also auch das sehr, sehr gut. Der Kontrast sehr gut erkannt, dass da hinten nicht ein Auge ist. Mega. Da kannst du wirklich tatsächlich sehr, sehr viel mit anfangen und du wirst wenig bis gar keinen Ausschuss mehr in deinen Fotos haben, weil die sind halt einfach immer alle scharf. Die High Class, eine fliegende Möwe zu fotografieren. Wie sieht es denn da aus mit der Erkennung? Wer schon mal versucht hat, Möwen zu fotografieren, der wird wissen, das ist gar nicht so einfach. Und nicht nur gar nicht so einfach, das Ganze zu fokussieren, das ist noch die größte Problematik, sondern ihr selbst müsst erstmal diese Möwe verfolgen, ihr Lieben. Das ist die größte Herausforderung, aber das macht die Canon R10 mit dem Tierautofokus mega. Wenn du sie erstmal erfasst hast, dann bleibt der Autofokus auch auf der Möwe. Das heißt, dann jetzt liegt es an dir, die Möwe in die Bildmitte zu zentrieren und einfach nur noch den Auslöser zu drücken. Und dann kannst du ja mit bis zu 23 Bildern mit einem elektronischen Verschluss in der Sekunde deine Fotos hier herunterrattern. Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Ich musste feststellen, dass tatsächlich das schwächste Glied in dieser Kette, Möwe fotografieren, nicht mein Objektiv ist, auch nicht die Kamera ist, sondern das war ich. Denn ich hatte tatsächlich zu tun bei 400 mm Brennweite und der Möwe, die ständig sich in den Wind gelegt hat, ja, die irgendwo in der Mitte zu halten, wenn du sie nachher groß im Bild haben willst. Ja. Ansonsten Tieraugenautofokus mega. Bin ich super zufrieden mit, habe tolle Fotos von Möwen machen können, die ich so wahrscheinlich hätte eher nur mit ganz, ganz viel Ausschuss fotografieren können. Noch eine geniale Funktion ist es, wenn ihr zum Beispiel ein Panorama haben wollt. Hier gibt es in der Programmauswahl ein neues Programm, und zwar eine Panorama-Funktion, ihr Lieben. Panorama-Funktion kennt ihr vielleicht von eurem Smartphone. Ich habe dafür das 10 bis 18 mm verwendet und habe dann Panoramen gemacht. Das ist super kindereinfach, und zwar geht ihr einfach in dieses Programm, ja, und dann, wie ihr es vom Handy kennt, Auslöser drücken und dann einfach nur noch durchrattern. Und so wie ihr fertig seid, erstellt euch die Kamera sofort ein fertiges Panorama. Und das Ganze ist nicht nur von links nach rechts möglich, sondern auch von rechts nach links. Und wenn ihr es im Hochkant fotografieren wollt, ist das auch kein Problem. Kamera drehen, in der Menüeinstellung entsprechend ändern, die Einstellung. Es wird auch, also wirklich, ich möchte mal sagen, idiotensicher angezeigt, dass ihr das wirklich nicht falsch machen könnt. Auch hier die Panorama-Funktion, da kannst du hochkant von links nach rechts, von rechts nach links dein Panorama machen. Ja, Lieben, was geht denn mehr? Was kannst du denn noch erwarten von einer Kamera? Das ganze Panorama wird allerdings, wie auch bei anderen Kameraherstellern, natürlich nicht im RAW ausgegeben, sondern im fertigen JPEG-Format. Wer also noch mehr Bilddetails haben möchte, der sollte natürlich ganz klassisch wieder einzelne RAWs fotografieren und das Ganze dann selber sehr aufwendig nachbearbeiten. Die Kamera intern macht das allerdings sehr, sehr gut, ihr Lieben, muss ich euch sagen. Also, na, so eine Urlaubskamera, super, tolles Panorama. Du hast irgendwo einen Canyon, den du fotografieren willst. Na, da brauchst du nicht viel Aufwand. Gehst in diesen Modus und fertig ist. Ruckzuck hast du ein tolles Panorama erstellt. Tja, ihr Lieben, eine wirklich geniale Reisekamera mit den Tatsachen, mit den Eigenschaften, die ich bis jetzt testen konnte. Videomodus für alle, die natürlich filmen wollen. Super interessant. Nicht nur dadurch, dass wir eine Augenerkennung haben, sondern wir können mit der Kamera jetzt auch in 4K bis zu 60 Frames filmen. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen an der Kamera. Und das ist die fehlende IBIS-Stabilisierung. Die gibt es nämlich tatsächlich dann auch erst ab der R7. Aber die Kamera nutzt natürlich den Bildstabilisator eurer Objektive soweit vorhanden. Also mit ein bisschen ruhigen Händchen kannst du dich auch super selber filmen. Ansonsten muss ich sagen, habe ich es jetzt nicht unbedingt vermisst, denn den IBIS-Stabilisator habe ich ja weder in meiner RP noch habe ich ihn in meiner Canon EOS R. Aber 60 Frames in der Sekunde bei 4K. Das Ganze wird natürlich dann etwas gekroppt, um ein bisschen zu stabilisieren, denn bei der Videoaufzeichnung habt ihr natürlich einen integrierten Stabilisator. Das nur mal am Rande. Das heißt, da kriegst du schon sehr ruhige Aufzeichnungen hin.
Für mich ist allerdings viel wichtiger gewesen, ja, wie gut ist sie denn jetzt? Damit ihr mal einen Eindruck habt von der Serienbildgeschwindigkeit, habe ich euch die hier auch mal gezeigt. Und zwar machen wir jetzt mal verschiedene Aufnahmen. Wichtig ist natürlich, dass ihr eine schnelle Speicherkarte habt. Wenn ihr eine langsame Speicherkarte habt, könnt ihr natürlich weniger Menge an Fotos hintereinander aufnehmen. Ich zeige es euch mal hier. Und zwar habe ich hier eine extrem schnelle Speicherkarte reingepackt. Das Schnellste, was ich im Moment zur Verfügung habe, verlinke ich euch natürlich unten im Video. Dann nehmen wir mal den normalen Serienbildmodus mit dem langsamen Serienbild. Ja, da kannst du durchklickern so viele Fotos. Also ich habe es nicht geschafft, es sei denn, die Karte war voll, dass der interne Puffer der Karte hier voll war. Wenn wir die bisschen schnellere Serienbildfunktion nehmen, dann hört man schon ganz deutlich, ne, wie hier die Bilder runterrattern. Auch da habe ich es nicht geschafft, den internen Puffer der Kamera beim Schreiben voll zu bekommen. Das heißt, hier kannst du so viele Fotos machen, bis deine Speicherkarte voll ist. Bisschen anders sieht es aus, wenn wir das Ganze ausreizen. Wenn wir die höchste Serienbildgeschwindigkeit bei der Kamera auswählen, ja, denn da ist dann auch irgendwann der interne Puffer voll. Ihr dürft ja nicht vergessen, RAW-Bilder, ne, die haben eine große Auflösung. Hier zum Beispiel habe ich in RAW und JPEG dann beides speichern lassen auf die Karte. Da wird dann immer mal wieder zwischengespeichert. Das heißt, nach einer gewissen Anzahl, je nachdem wie schnell eure Karte ist, wird dann ein bisschen gepuffert und dann geht es aber weiter mit der Serienbildfunktion. Tja, ihr Lieben, die neue Canon EOS R10. Ich hatte sie, wie gesagt, jetzt einige Tage zum ausgiebigen Testen. Das sind meine ersten Eindrücke von der Kamera. Eine super leichte, super handliche Allrounder-Kamera, spiegellos, ja, und mit allen Objektiven aus der R-Serie nutzbar. Also nicht aus der R-Serie, sondern aus dem Canon-Haus. Das heißt, gerade der Umstieg für Leute, die vielleicht noch mit einer älteren Kamera von Canon hantieren und jetzt überlegen, Mensch, so eine R10, die wäre doch was, oder? Spiegellos? Ja, da braucht ihr keine teuren neuen Objektive. Na, da könnt ihr nämlich eure EFS-Objektive, eure EF-Objektive oder vielleicht habt ihr ja schon RF-Objektive nutzen. Die neuen APS-C-Objektive von Canon, die RFS-Objektive, gibt es ja aktuell, sind ja in Vorbereitung nur zwei Stück. Ich werde demnächst das Tele davon bekommen, also das Reise-Zoom davon bekommen und werde euch natürlich entsprechend dann auch meine Erfahrungen darüber noch zur Verfügung stellen. Tja, und wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich darf sie noch ein bisschen behalten. Das heißt, es wird noch ein ausführlicheres Video geben mit mehr Praxiseinsatz. Viele von euch haben mich ja schon gefragt, wie ist denn das Rauschverhalten? Das sind natürlich Situationen, da brauchst du das Ganze für einen längeren Zeitraum. Ich bin jetzt demnächst nämlich mit meiner Frau für 10 Tage in Schottland und ratet, wer mich begleiten wird, genau die Canon EOS R10. Und dann werde ich sehr viele Fotos damit machen, in unterschiedlichsten Lichtsituationen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, was es alles so gibt. Und dann gibt es natürlich nochmal ein ausführliches Nachreview aus 10 Tagen Praxiseinsatz in Schottland mit der Canon EOS R10. Aber bis jetzt kann ich schon sagen, sie hat mich nicht enttäuscht. Für den Preis tatsächlich unter 1000 Euro bringt sie so viel moderne Specs mit. Ja, da musst du sonst ziemlich tief in die Tasche greifen für. Tja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr ja auch schon überlegt, umzusteigen von eurer Spiegelreflex auf vielleicht das neue R-System. Dann ist tatsächlich in dem Preissegment die R10 derzeit aus meiner Sicht tatsächlich ein mega Tipp für Around-Einsteiger. Denn sie kann irgendwie alles. Sie kann Sport, sie kann Landschaften, sie kann die Augen erkennen, du kannst dein Tier damit fotografieren, du kannst Autos damit fotografieren, du kannst Sportfotografieren machen. Wir haben eine schnelle Auslösung, wir haben Deep Learning, Fokus, das findest du ja sonst nur bei den teuren Modellen und all das in dieser kleinen, kompakten Kamera, spiegellos von Canon. Diesmal, Canon, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Da bin ich auch mal wieder froh drüber als Canon-Vertreter-Fotograf. So viele gibt es ja davon nicht mehr. Viele schweifen ja zu anderen Herstellern ab. Weiß ich gar nicht, warum. Gibt so tolle Modelle hier von Canon, ihr Lieben. So, wenn euch die Vorstellung gefallen hat, meine erste Praxiserfahrung mit der Canon R10, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt mir doch mal gerne in die Videokommentare, ja, überlegt ihr vielleicht auch, euch ein neues spiegelloses System zuzulegen? Und wie interessant wäre dann vielleicht sogar die Canon R10 von euch? Was habt ihr noch für Fragen rund um die Kamera? Noch kann ich es testen, noch könnt ihr sie mir schicken und dann kann ich es vielleicht in mein nächstes Video auch mit einbauen. All das schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Und wenn wir uns in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, auch mit dem ausführlichen Reisebericht mit der Canon EOS R10 aus Schottland oder du hast es noch nicht getan, dann abonniere doch an dieser Stelle gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, wie immer, bis dahin.